wer die älteste Frau, stehe ich jetzt hier mit Sebastian Lachner. Der wird uns nach dem heutigen Spiel, nach dem Spiel gegen Tölzer Löwen, das leider mit 1:2 verloren wurde, nach Memmingen verlassen. Sebastian, fällt es dir schwer? Ja, ich glaube, es ist jedem klar, dass es mir schwer fällt. Das war ein super Jahr. Die Leute, alles hat passt da. Ich werde alles vermissen. Und es ist ganz, ganz hart. Ich freue mich auf das Neue, aber hier war es brutale Zeit. Nicht nur am Eis, sondern auch neben Eis. Das ist mir persönlich brutal wichtig, dass das alles passt. Und das war hier von den Eltern, von den Kleinen bis zu den ganzen Jungs, bis Vorstandschaft, mir keiner einen Stein in den Weg legt. Da mag ich dem Bernd auch nochmal danken. Das war 1A, wie das von meiner Seite, von seiner Seite, von John. Das war alles super, wie das abgelaufen ist. Das ist, glaube ich, nicht immer so. Und ich denke, ich kann zwar schweren Herzens, aber mit einem guten Gewissen da gehen, weil ich habe alles gegeben und hier hat jeder alles für mich. Und es war super geile Zeit und ich werde es auf jeden Fall vermissen. Ich werde auch weiterhin in Erding noch dabei sein und mitfiebern. Das freut uns auf alle Fälle. Sebastian, ganz kurz vielleicht, wie ist es zu dem Wechsel gekommen? Memmingen in die Bayernliga, Liga runter. Wie ist es dazu gekommen? Also man muss sagen, in Erding habe ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Spiel, Samstag Frühtraining und Sonntag Spiel. Also heißt, Montag habe ich frei. Ich studiere BWL im 6. Semester. Jetzt geht es Richtung Ende. Arbeite nebenbei jetzt bei KPMG, das ist eine große Unternehmensberatung. Da kann man halt nicht nach 10 Stunden gehen, sondern da muss man halt so lange bleiben, wie die das wollen. Und das ist meine Zukunft. Und das ist einfach in der jetzigen Situation wichtiger. Das war der erste Punkt, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, zeitlich. Und natürlich nach 9 Jahren möchte ich die Arme in meiner, ich mag es jetzt nicht Karriere nennen, sondern Laufbahn, mal was anderes sehen. Und da hat sich Memmingen meiner Meinung nach am meisten Mühe gegeben. Und ich freue mich dann natürlich auch auf die Aufgabe da, weil ich denke, da wird viel von mir erwartet und ich hoffe, dass ich auch das sagen kann, was ich von mir selber erwarte. Und denke, das wird eine gute Zeit. Ja. Alles klar. Gehen wir mal ganz kurz zum heutigen Spiel. 1:2 verloren. Hätte eigentlich nicht sein müssen. 65 Sekunden vor Schluss das entscheidende Gegentreffer gekriegt. Wie hast du das Spiel kurz gesehen? Also ich muss sagen, so gut gegen Tölz. Ich spiele jetzt ja schon lange in Erding und gegen Tölz. Und so gut haben wir noch nie mitgehalten. Vom Läuferischen, vom Kampf. Also das war ein Spiel auf Augenhöhe. Meiner Meinung nach sogar von uns die besseren Chancen. Und das hätte meiner Meinung nach ganz anders ausgehen können, sogar müssen. Schade, dass es nicht so ist, aber die Jungs haben ja nur zwei Möglichkeiten und da werden sie es eher nicht sagen. Und ich bin fest davon überzeugt, mit der Mannschaft schafft man die Playoffs und dann ist alles möglich. Und ich werde ganz, ganz fest die Daumen drücken und das weiterhin verfolgen. Ja. Super, Sebastian, im Namen vom Verein, Vorstandschaft und so weiter wünsche ich dir alles Gute. Viel Glück in Memmingen, dass das alles hier hat und dass das in Erfüllung geht, was du davor nimmst. Und ja, vielen Dank für die lange Zeit. Danke. Wir sehen uns. Wir kämpfen. Hallo.